Mein LPL! Und wir haben nämlich hier einmal komplett New York, beziehungsweise eine große, große Stadt, meine Freunde. Ja, hier vorne, Central Park-mäßig so, ja. Die Häuser sind alle leer. Ich weiß auch nicht genau, ob hier irgendwo Loot ist, meine Freunde. Ich habe mich damit nicht großartig auseinandergesetzt. Wir haben hier ein Krankenhaus und alles. Und ich würde gerne wissen, meine Freunde, wie das ist, wenn dieser Server hier wirklich einmal 24 Stunden und einmal eine Woche lang komplett von euch bevölkert wird, ja. Die Difficulty stelle ich auf jeden Fall erstmal auf Hard. Ich würde sagen, Tobi, wir ziehen erstmal eine Barrier, oder? Um die Stadt? Ja. Okay, mach ich. Machen wir. Mach das gleich. Also das sollte schon passen. Guck mal hier, wir haben jetzt hier quasi die komplette Stadt einmal in der World Border drin. Wir setzen den Spawnpoint, mal bewusst. Ich habe keine Ahnung, was hier an Ressourcen sowas auf der Map ist, Leute. Das weiß ich nicht. Den Spawnpoint setzen wir einfach mal hier hin. Slash Set World Spawn. Alle Subs, die jetzt gewitelistet werden sollen, dürfen sich gerne schon mal hier im Chat melden. Tobi, du darfst gerne schon mal whitelisten, wenn du magst. Jawohl. Aber warte ganz kurz. Ja, ich muss ganz kurz mal gucken, wenn ich mich jetzt hier kille, ob ich auch hier wirklich spawne. So, wenn ihr mitspielen wollt, meine Freunde, ausrüstet euch im Prime in den Chat oder den Sub hier einfach mal reinballern. Ihr wisst Bescheid. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, warte. Ich bin ein kleiner Techniker, Digga. Okay, ja, hat geklappt. Ja, ich sag mal so. Dann, Tobi, darfst du whitelisten? Geil, Alter. Und ich baue hier das mal ganz kurz ein bisschen größer, Leute. Wie gesagt, ihr dürft gerne euren Namen in den Chat schreiben. Die Subs und dann die Non-Subs und dann wieder die Subs und dann wieder die Non-Subs. Also genau 50-50. Es kann sogar sein, dass es halt mit Essen hier in der Stadt extrem schwierig wird. Das wird schon funktionieren, Leute. Schauen wir mal ganz kurz, wie 100 Spieler sich hier in New York zurechtfinden werden, Alter. Ja, also ich weiß nicht, also irgendwie materialmäßig wird es hier auf jeden Fall schwierig werden, ne? Also ich meine, die haben Holz. Aus Holz, was kann man machen? Cobbles sind doch auch noch da, eins drunter. Ja, ja, also man wird hier auf jeden Fall nicht verhungern. Die sind überall Tiere halt. So ist ja nicht, aber trotzdem. Es gibt hier ein Gebäude, was aus Eisen besteht? Nee, das ist nicht aus Diamanten. Also ich bin mir sicher, dass irgendwo irgendwer Eisenblöcke finden wird, weil wahrscheinlich irgendwer das irgendwo verbaut hat. Da bin ich mir relativ sicher. Checkt, was ihr finden könnt, ne? Die Ressourcen sind wieder sehr, sehr limitiert hier. Hier ist ein ganz, ganz weirdes Ding am Start. Ich verstehe nicht genau, was das jetzt hier ist. Hier sind eine Menge Esel eingesperrt und ein Lama. Da werden wir jetzt erstmal nicht großartig drauf eingehen, würde ich sagen. Ja, aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, interessant, weil, wie gesagt, there's a fire. Verteil so ein paar Diamantblöcke, verteile ich in der Stadt, Tobi. Alter, du bist aber manchmal wirklich ein kleiner Gauner, ne? Ja, es wird halt einen Fight um die Diamanten geben, Alter, ne? Digga, damals Roleplay auf so einer Map war das Beste, was man machen konnte. So City-Build-Roleplay, ne? Egal, so Polizisten, Feuerwehr, dann hatten wir so Mafias mit Waffen und so. Das war zwar noch alles mit so billigen Plugins, aber da kam Polizei so in dein Apartment gestürmt und du sitzt so da mit Waffen. Okay, das ist das Live-Goal, das ist OP. Machen wir vorne noch irgendwo einen Lavasee hin, dann könntet ihr sogar enchanten. Warte mal, das mache ich euch noch. 3 Tage später. Okay, 99 so. Sind voll. Okay, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz rüber zu Tobi, Leute, und wir eröffnen ganz kurz auf massiver Ehrenbruderbasis hier die komplette Barriere. An der Stelle ganz viel Spaß beim Runterkommen, denn ich habe keine Ahnung, wie ihr das machen wollt, aber ihr kriegt das schon irgendwie hin, Leute. Die Barriere öffnet sich in 3, 2, 1, schwärmt aus. Ich bin gespannt. Erste Tote? Ja, oh, alle. Freunde, also... Jumpen alle vom Haus runter und sterben. Hallo, Leute. Oh, es gibt eine U-Bahn hier, ne? Platzieren wir ein paar Minecarts in der U-Bahn hier. Ja, mach das gerne. Gut, Leute. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß hier. Wir schauen mal ganz kurz, was die Leute hier verschieden alle so machen. Folgen mal ganz kurz dem Bruder hier. Das ist in den Game Mode 3 rein. So, wichtig ist, wie gesagt, dass ihr euch die Blöcke holt. Ja, gerade die Eisenblöcke. Denkt dran, hier oben ist der Jackpot, Alter. Der ist auf jeden Fall mad OP, Alter. Wirklich, der ist komplett crazy. Okay, es kreisen ein paar Waggons durch die U-Bahn. Er hat ja schon, Vapex hatte schon die Dia-Rüstung gegönnt. Das ist so geil, wie am Anfang ich alle hingehen und erstmal chillen. Hier auch eine Menge Eisenblöcke in diesem Haus drin. Interessant, Mann. Interessant, Alter. Interessant. Guck mal, HD-Tone, wenn du die ganze Zeit spammst und nicht drauf kommst, dann musst du einfach mit Prime abonnieren, ganz einfach. Nein, Joke. Wie gesagt, Prime-Abo und Dono und sowas, alles gar kein Garant dafür, dass man hier drauf kommt, Mann. Wir wählen random aus, wir haben jetzt wieder Hälfte gehabt. Nur, dass die
Subs halt erst einfach gemeint, dass das werden gut ist. Oh damn, hast du die Diamanten hier platziert, wo ich bin? Wo denn? Hier, ganz. Oh, Bruder, danke schön. Kuss, danke, Ele. Ja, hab ich. Also, ich würde sagen, wir sehen noch, die Stadt ist noch relativ heil, hier ist alles noch fein so. Ich habe endlich Red Bull bekommen, ich kann endlich wieder aufatmen, Alter. Ehren Red Bull, Spekulatius-Edition, geht mir so gut rein. Aber dann Tobi ganz wieder beim Geburtstag getrunken, erinnerst du dich noch, Tobi? Digga, ich hab's. Nein, weil probiert. Du hast gekotzt. Ich hab nicht gekotzt. Ich hab dir in den Bauch geschlagen, bis du gekotzt hast. Das war nicht ich, Remi. Achso, oh. Da war das irgendwie anders. Es ist ganz ähnlich aus wie du. Also Leute, ich würde sagen, die Stadt sieht bis jetzt noch relativ gesund aus. Hier ist noch nicht allzu viel zergrieft worden. Schauen wir mal, wie es nach dem Stream aussieht und dann noch ein letztes Mal morgen rein. Und dann nochmal in der Woche, Leute. Vielleicht steht die Stadt in der Woche noch. Vielleicht habt ihr alles kaputt gemacht. Gucken wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, ich lasse euch jetzt erstmal hier eine Runde in Ruhe spielen. Die hätten auch noch viel höher hier bauen können, by the way. Ich verstehe nicht, warum die nicht noch höher gebaut haben. In dem Sinne, meine Freunde, jetzt ganz viel Spaß hier am Server. Und wir sehen uns später nach dem Stream nochmal wieder und checken nochmal ganz was ab. Was hier so abgeht? Oh, perfekt. Guck mal, ganz kurz, Leute. Also, ihr habt New York gehabt. Für 2 Tage durftet ihr in New York tun und lassen, was ihr wollt. Entschuldigung, bin ein bisschen krank. Wir schauen uns hier mal ganz kurz um. Bis dato sieht es ganz schön aus hier im Park. Haben wir eine kleine Stadt, die sich gegründet hat. Wir haben hier einen tollen Tannenbaum und es scheint so, als wäre Weihnachten mittlerweile. Dann habt ihr hier einfach die Häuser kaputt gemacht. Halt hier, komm Park. Ja, Baby, ich bin Park. Komm du Park, 1 gegen 1, wir reden. Ah ja, okay. Ja, ist schön hier. Im Park wohnt ihr also. Also ich verstehe euch halt nicht ganz genau, weil letztendlich, ihr hattet hier vorne eine ganze Stadt. Und ihr habt euch selber eine Stadt gebaut. Verstehe ich. Die Insta-Tafel. Ah ja, ihr habt hier einfach eure Instagram-Namen. Nee, Old Move auf jeden Fall. Nice, Mann. Nice. Sehr stark. Dann haben wir hier vorne, hat jemand einfach das Weiße Haus gebaut oder abgebaut? Ich weiß es nicht. Das hat jemand gegrieft einfach. Okay. Make America Great Again steht hier. Da jetzt mal ganz schnell los. Ausrufezeichen Prime in den Chat. Okay, stark. Dann haben wir hier weitere zerstörte Häuser. Der Boy hat sich einfach gedacht... Der war doch gestern, hat doch gestern... Das ist nicht mit abgerissen, vor allem wissen. Ah ja, okay, gut. Der Besitzer des... Also, dem sein Haus wird einfach abgerissen, der wird zwangsgeräumt, ist auch traurig. Okay, ihr habt den Kanal verunreinigt. Also eigentlich, Leute, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, die ganze Stadt sieht echt beschissen aus. Ihr habt sie wirklich kaputt gemacht. Ich hatte gehofft, dass ihr da was Schönes draus macht. Jemand hat den Spawn immerhin aufgebaut. Zur Fetch-Kammer, da gehen wir nochmal hin, Alter. Elementar Gaming, schauen wir mal ganz kurz. Ja, gut. Okay, alles klar. Schade, Alter. Schade, dass das nicht mehr offen ist, der Laden, Mann. Da hätte ich wirklich mal gerne reingeguckt. Hier hat jemand versucht, eine Burg zu bauen. Wurde aber auch von irgendeinem Retard kaputt gemacht. Okay. Die Fetch-Kammer ist bei Mr. 21. Okay, gehen wir mal ganz kurz dahin. Fetch-Kammer im Bau, alles wurde kaputt gemacht. Ich brauche noch eine Stange für die Kamera. Creator Code Vincent, du nennst es, mein Bruder. Okay, ist jetzt... Ja... Also ja, es ist einiges gegrieft worden. Ich finde es stark, wie ihr immer miteinander spielt, wirklich. Das ist echt toll, wie ihr auch gar nicht auf die Idee kommt, irgendwie was kaputt zu machen, tatsächlich. Das ist extrem stark. Schauen wir mal, wie das Team Bambus gemacht hat, Alter. Was ist bei denen los so? Ah ja. Die haben jetzt hier einfach mal... Es gibt doch Dias auf der Map scheinbar. Und zwar eine Menge, Alter. Und zwar eine gottverdammte Menge. Gut, das wusste ich jetzt nicht. Was haben wir hier? Bitte als letztes abbauen. Okay. Lull. Sind das hier viele Diamanten? Das sind doch alle hier voll dir. Base von The Killer Please. Hier ist der Ofen. Hier ist die Farm und das Kistenlager. Hier ist die Farm. Sehr schön. Dann haben wir hier. Sehr schön. Das ist toll. Perfekt. Ja, ist eine Base. Kann man... Ach so. Ah ja. Okay. Glaubt ihr, wir hatten zu viele Diamanten oder... Ich habe verstanden, dass ihr reich seid. Es ist ein richtiger Prinz-Markus-Move an der Stelle hier. Das merkt ihr, ne? Schön, dass es euch so gut geht. Ganz toll, Alter. Wir gehen an der Stelle mal weiter. Wir gehen mal zu Elizom. Mal schauen, was er so gemacht hat. Elizom hat hier am Rande der Map einfach... Oh! Oh, oh! Oh! Damn, Bro! Bro, Alter! Elizom gebaut, bitte nicht griefen, oder? Alter! Alter, Digga! Natürlich wird das jetzt gegrieft, wo ich hier das Video gemacht habe. Aber, Bro! Holy shit, man! Bruh! Das ist natürlich, das ist natürlich ein stabiles Haus hier. Das kann man nicht anders sagen. Endstation, Zocker, Dankeschön für eure Subs. Null, Null, Pauli, Prasse und Monkey, du. Ich bin schlecht in Twitch, ich lese keine Subs vor, ich bin zu dumm dafür. Danke trotzdem. Stark, Alter. Also, das sieht auf jeden Fall nice aus, Elizom. Very, very nice, actually. Very nice. Ein bisschen Einrichtung natürlich noch im Haus, die hier fehlt, aber ansonsten. Bruh, bold move, Alter. Team Fash hier im Park. Stammkunden, Revinzer, Moment mal, ich war noch nie hier. Ich war noch nie hier. Was ist das hier? Das ist, da war ich noch nicht. Wirklich, Leute. Das ist hier im Park. Ich hab damit nichts zu tun. Hört ihr mir? Also, das war ich nicht. Das war ich nicht, Leute. Ich hab damit... Der hat sich hier einfach... Der wohnt hier einfach im Krankenhaus in so einer Holzhütte, in einem Boot. Ist okay.
Ist vollkommen okay. Ist vollkommen okay. Ist gut. Ja, kann man machen. So, Berlin, was geht? Was hast du denn gemacht, Alter? Also ich hatte eigentlich echt gehofft, Leute, dass ihr ein bisschen mehr hier... Oh. Ja, sag mal. Alter. Holy shit, Mann. Not bad. Nee, also... Passt. Passt einfach, alles gut. Sehr stark, Alter. Sehr schön gemacht. Nice, Mann. Leute, ich, ich würde den Stream jetzt einfach wieder ausmachen an der Stelle. Da fällt mir nichts zu ein. 10 von 10. Würde ich drin wohnen. 10 von 10. Rein, Jön. Mr. Monopoly hat sich hier oben ein Haus auf einem Haus gebaut. Auch sehr, sehr cooler Move, finde ich. Dann hat er sich hier einen Tunnel gebaut, der die beiden Häuser verbindet. Hier oben entsteht aber eine riesige Stadt. Finde ich insane nice. Bin ich gespannt, wie es danach aussieht. Eine Sache, Leute, die ich jetzt mal ganz kurz machen wollte. Also einfach nur, weil ich da... Also klingt das vielleicht ein bisschen... Also ich habe da einfach Bock drauf. Aber ich würde gerne einfach mal... Also nur so fürs Feeling. Ihr wisst ja, wie es ist. Ich wollte mal ganz kurz ein bisschen was ausprobieren. 10 von Mehmet auf jeden Fall. 10 von 10 Mehmet-Punkten. Definitiv, Alter. Kann man nicht anders sagen. Ich wollte mal ganz kurz hier kurz gucken, was dann jetzt ist, wenn man jetzt hier tatsächlich hingeht. Und man wird ja nicht allzu schlimm sein, oder? Da soll jetzt eigentlich nicht so viel passieren. Ja, das funktioniert. TNT gibt scheinbar hier auf dem Server keines. So, all in all. Und jetzt, Leute, passt mal auf. Das ist nämlich jetzt der Thumbnail. Seht ihr das? So, und so macht man Geld. Schön, Creator-Code Winter, Revi hier. Mr. 21 FPS, was hast du denn, Alter? Bro, hier war ich doch schon, Alter. Was ist dein Gott, war das Problem? Komm mal her hier. Deiner süß, Max. So, dann hier raus und wir gehen weiter zu Lirox LP, der gerade noch. Der hat hier auch eine ganz nice Base und zwar eine Base, die extrem sexy aussieht, Leute. Die ist extrem schön und nice. Und Revis Fashville. Ah ja, hier. Hier hängt ein Bild von Trimax, wie er ein Burger isst. Auch nice, sehr schön. Dann haben wir hier einen Kamin, ein Sofa. Dann hier das Fashbett, ja, da wird ein bisschen unbequem, oder? Aber kann man sich reingehen, hier ein Kleiderschrank. Da stehen natürlich auch Klamotten drin. Und hier ein Badezimmer mit einem Bild vom Trimax, der einem beim Baden zuguckt. Es wird nicht besser, wisst ihr, was ich meine? Es wird einfach immer weirder. Es sieht zwar extrem geil hier drin aus, keine Frage. So ist ein sehr schönes Ding, was ihr hier habt. Aber im Großen und Ganzen, es wird einfach nicht besser, Leute. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz bei Luke Künsch vorbei, was er hier hat. Er hat sich hier einen großen Stuhl gebaut. Von der Wand. Er baut von Max Thron für Revi. Der steht einfach vor der Wand in einem weißen Zimmer. Ich glaube, das deutet auf jeden Fall auf eine Psychose hin. Da würde ich ganz schnell mal zum Arzt. Ja, ansonsten, gib mir gleich den Popo. Nein, danke, Leute. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt einfach dabei. Wir schalten dann morgen vielleicht nochmal die Whitelist aus und machen den Nether an. Schauen wir doch einfach mal, Leute. Bis jetzt hier echt ganz schön, alles toll. Da sind wir dann auch jetzt an der Stelle durch und wir spielen Craft Attack. Ganz toll. Danke für das Zuschauen. Tolles Video. Danke.